Die Seerosen kommen zur Schau, die Frösche quaken einen Song, willkommen in der Hechtsaison. Mann, war das schlecht. Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. Gar nicht schlecht ist das Anliegen dieses Videos. Und zwar haben wir hier, wie wir vielleicht schon erkennen können, 0,98, also 1 Kilogramm Inhalt. Und zwar sehen wir auch schon von wem. Hier haben wir Saisonstartboxen. Und zwar Zielfisch abgerichtet für, ja, was, wie man es denn gerne hätte, ob Barsch oder Hecht, wie es hier in dem Fall vorkommt, oder halt auch für Zander ist auch möglich. Da hat sich 50 Up was Schönes ausgedacht zur Start in die Saison. Geht ja morgen, beziehungsweise ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, aber am 1. Mai wieder los in vielen Bundesländern, wie zum Beispiel Berlin, Bayern oder Schleswig-Holstein. In Hamburg müssen wir uns auch ein bisschen gedulden, wobei da dürfte man im Elbe-Hauptstrom natürlich auch fischen. Aber ja, wir öffnen mal hier diesen schönen Würfel. Diese Boxen gibt es in 3 verschiedenen Preisklassen, jeweils pro Zielfisch. Die waren dann da Hecht, Barsch oder Zander, wie man es gerne hätte. So, jetzt habe ich es auch aufbekommen. Und mir fällt direkt auf, hier wird schön Papier verwendet. Also keine Luftpolsterchen und wir haben hier sogar schönes Beigebsel. Mein Paket wurde gepackt von Mona. Vielen Dank, Mona. Dann haben wir hier nochmal von Blackfin Prototype 12 cm den R6 Tomato. Hier sehen wir auf der anderen Seite auch schon den Inhalt. Auch den holen wir mal kurz raus. Die Firma Blackfin kennt ihr vielleicht auch schon oft aus den Videos der anderen Sonderboxen von 50 Up, die ja schon ordentlich überzeugt haben. Und jetzt weiß ich auch, warum der Tomato heißt hier. Ja, sehr schön. Also das nochmal als extra Beigebsel. Und der liebe Hasso hatte auch in seinem Instagram, beziehungsweise bei 50 Up in der Insta-Story erwähnt, wer an dem Freitag, bin ich der Meinung, direkt bestellt, der kriegt noch eine kleine Überraschung dazu. Also, ja, was haben wir hier? Die Hecht-Saison-Box. Die Barsch-Box, damit beginnen wir, oder mit, ja, damit beschäftigen wir uns in einem anderen Video. Wir nehmen uns jetzt hier auf jeden Fall einmal die Hechtbox vor. Diese kann ich dann morgen auch schon mit ans Wasser nehmen. Ist auf jeden Fall geplant. Für mich geht es dann nach Niedersachsen raus. Mag ich sowieso lieber ein bisschen in der Natur zu sein. Und ja, es wurde auf Luftpolsterfolie verzichtet und dafür mit Papier gearbeitet. Genauso auch wie diese Boxen hier. Finde ich ganz cool. Bisschen nachhaltig. Und wie ihr schon seht, ich habe mir richtig gegönnt die XXL-Variante. Auch die Box hier hat die Mona gepackt. Vielen Dank. Wir haben hier noch ein paar 50 Up-Aufkleber dazu. Dann haben wir hier wieder den Prototypen, den Center Shock Prototype Hot Bass ist die Farbe. Lasst uns die mal anschauen. Huch, neben Tomato auch nochmal den heißen Barsch anschauen. Und wir wissen, Hechte lieben Barsch. Was haben wir hier? Salt and Pepper. Oh, der ist ein bisschen extravagant. Mit vielen Glitterflakes versehen. Und echt schön weiches Gummi. Wir haben hier unten auch nochmal so eine Tasche für den Haken. Und oben auch nochmal eine kleine Kerbe. So kann man ihn auch richtig gut mit so einem Weighted Hook, glaube ich, fischen. Ja. Macht Sinn.
schön krautfrei. Und wir kommen schon zum ersten kleinen Highlight. Das ist ja der Curly Vibe. Und zwar ist das eine Produktneuheit. Müsste neu im Shop sein von 50UP. Fast Sink Modell, also ein schnell sinkender Köder. Und ja, der ähnelt so ein bisschen an den Rip Snorter. Aber hat auch einen ganz anderen Schwanz. Na, bin hier zu blöd, das auch zu kriegen, oder? Ne, jetzt geht's. Na. Ja, ist eine richtig schöne Größe. Und bei dieser Form, beziehungsweise bei der Größe und diesem Gewicht hier, wird der ordentlich weit fliegen. Da bin ich mir sicher. Hier haben wir noch einen Twister-Schwanz. Was gibt es hierzu zu sagen? 8,5 cm, also 3,25 Inch, 23 Gramm schwer und BKK-Haken sind versehen. Sau scharf. Spricht richtig von Qualität. Stir-Fry. Fry ist, ja. Kann ich jetzt anfangen mit dieser Farbe jetzt genau? Vielleicht könnt ihr es mal in die Video-Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was Stir Fry. Ich zeige es euch mal in die Kamera, was das bedeutet. Weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Aber ein cooler Köder und ich finde es auch eine schöne Größe jetzt anzufangen auf Hecht. Und den kann ich mir auch ganz gut vorstellen in Hamburg, wo das ein Gewässer ein bisschen tiefer ist, in den Kanälen. Schockt. Cool. Der Curly Vibe. Dann, sehr cool. Wir haben hier Fluorocarbon und ja, 20 Meter Fluorocarbon. Das benötigen wir natürlich auch irgendwie, wenn wir diese Box hier Saisonstart nennen, dann muss das Ganze ja auch ready to fish sein. Und jetzt das richtig coole dabei, es ist eine Hechtbox und wir haben hier auch einen, sehen wir hier, eine 1er Schnur mit einer 33,7 Kilogramm Tragkraft. Sehr, sehr geil. Vermisse ich ganz oft. Invisible, also unsichtbares Ledermaterial, extra strong. Oftmals sehe ich dann einfach dünnes Stahlvorfach, was dann benutzt wird, was auch geht, aber meiner Meinung nach, auch wenn Hechte mal auf ein Nokia-Handy beißen oder, es ist meine Meinung und Erfahrung, dass trotzdem mit Fluorocarbon ich bessere Fangquoten habe als mit Titan oder Stahl. Als wenn die Hechte das schon irgendwie ein bisschen merken und das beeinflusst wird. Und wenn man mal schaut, die Profis, die haben ja auch alle so ein Fluorocarbon mit einer großen, ordentlichen Stärke dran und dann passiert da auch nichts. Sehr schön, das freut mich, das nehme ich gleich morgen auch mit. Gut, jetzt haben wir hier Drillinge dran, die werden bestimmt noch eingesetzt werden. Deshalb nehme ich nochmal mir was anderes vor. Sehr schön, VMC, richtig coole Marke, Stainless Inox Steel. Wir haben hier Wirbel und die können wir natürlich auch perfekt gebrauchen, um uns unsere Montage zu gestalten. Was haben wir für eine Tragkraft drauf? 6 in der Anzahl und haben wir auch eine Tragkraft drauf. Das ist die Nummer 3, also die Größe Nummer 3 und hat 225 Lips. Okay, also ordentlich beeindruckende Tragkraft. Sehr schön. Dann geht es nochmal weiter. Jetzt habe ich hier noch einen Curly Vibe drin, wie cool. In einer anderen Farbe auch natürlich. Und der ist zu dem anderen hier, jedenfalls macht der hier jedenfalls keine Werbung dafür, ist dieser hier UV aktiv. Und auch den schauen wir uns mal direkt ausgepackt an. Na, wenn ich es denn hinbekomme. Na komm. Das üben wir nochmal. Aber jetzt habe ich es.
gucken, was hier die Farbe sagt. Sticky Brisket. Was heißt denn Sticky Brisket, ey? Ich bin echt raus mit dem Englischen, ne? Früher in der Schule war ich gar nicht schlecht, aber wenn man es einfach nicht zu selten gebraucht, dann, ja. Hier haben wir die Farbe. Unseren Sticky Brisket. Auch hier werden wir wahrscheinlich dann 23 Gramm haben. Jo, so ist es. Das könnt ihr erst einmal sehen. Auch wieder mit BKK-Haken natürlich. Fast Sync Modell. Und der Twister-Schwanz eignet sich sowieso immer sehr cool für Hecht. Also auch da, auf meine Erfahrung her, hin sind Twister-Schwänze immer irgendwie Hechtmagneten. So, wir machen weiter. Die Dinger liebe ich ja sowieso. Den Gutsy Minnow. Ich glaube, das ist morgen schon wieder der erste Köder, mit dem ich schmeißen gehe. Und zwar ist der Slow Float. Also langsam auftreibend, shallow, also für die Oberfläche 1 Meter jedenfalls und 10 Zentimeter lang. 15,5 schwer, ja, perfekt für eigentlich jede Rute auch. Also die 16 Gramm kriegt wohl jede Rute gestemmt. Und wir sehen auch hier gleich wieder, na so, jetzt seht ihr es jedenfalls, Decoy-Haken. Auch wieder spricht von Top-Qualität. Diese 3D-Flossen, da habe ich mich ja sowieso schon gleich beim ersten Gutsy Minnow drin rein verliebt. Und was ich hierzu erklären kann, ist auf jeden Fall nochmal, oder das Besondere ist bei diesem Köder, falls ihr es nicht kennt, dass der hier Aufkleber dran hat. Und das ist ein Twitchbait. Und mit diesen Aufklebern hier, die könnt ihr natürlich auch aufbewahren erstmal, können diesem Aufkleber sind Gewichte zusätzliche und die können wir hier dran montieren, aufkleben, die gehen auch nicht ab, die halten wirklich dran am Köder und so können wir ihn suspending, also schwebend in der Wassertiefe stehen lassen oder aber auch, wenn wir das ein bisschen tiefer haben wollen, können wir den auch ganz einfach sinken lassen, je nachdem wie wir den gewichten und hat auch ein schönes Dekor, diesem Schuppenkleid hier und das hier mit diesen 3D-Fins, diesem ganz, ganz weichen Material, haben wir den Köder einfach noch ein bisschen echter wirken. Und auch die Drillinge sind in einer schönen Größe für Hecht. Der bleibt schön hängen. Und ja, wie gesagt, Decoy-Drillinge. Unten haben wir nochmal Gutsy Minnow 100S, also für die 10 cm Shallow stehen. Und könnt ihr hören. Rasseln hat er auch und der lässt sich auch ordentlich gut weit schmeißen. Sehr, sehr schöner Köder. Nicht mein erster Gutsy Minnow. Muss ich sowieso mal ein Video von machen, wenn ich mit dem fischen gehe. So. Immer ein Highlight in der Box. Oha. Hier haben wir ein fettes Teil. Ein Ilex Swimbait dürfte das sein. Freddy. Der Name ist ein bisschen behaftet mit einem anderen, also da springt gleich eine andere Firma in den Kopf, aber dieser Köder hat nichts mit Topwater zu tun und auch hier haben wir so ein Hybridköder, so vom Material jedenfalls. Ne? Wir haben hier einmal das ABS-Plastik wahrscheinlich ist es und dann haben wir hier nochmal so eine Softfin, also schön weiches Material, was ihn auch wieder so ein bisschen echter wirken lässt. Fette Drillinge, den Freddy Catwalk 170, also für die 17 cm wird er stehen und unten so einen schön knalligen Bauch. Dieser hat keine Rasseln, auch wenn die Drillinge hier ein bisschen klödern und das von vorne ist auch nur der Snap. Beziehungsweise der Sprengring, was, wenn man das hört, aber der ist silent, steht auch drauf auf der Verpackung hier. Und was sehen wir noch? Sinkend ist der Köder 43,8 Gramm und ja, hat eine Lauftiefe von 0,10 bis 1 Meter. 10 cm bis 1 Meter plus. Sehr schön.
Wer es exakt haben möchte, der ist 168 mm lang und nicht 170, aber das wird ja immer aufgerundet. Sehr, sehr schön. Hier sehen wir nochmal das Laufverhalten, ne? Zoomwelt sind sowieso sehr cool und die wirken so wie echte Fische. Wenn ihr die fischt, sehen wir hier so eine S-förmiges Laufverhalten. Ja, und dadurch, dass das eine Hechtbox ist, bin ich mir eigentlich sicher, wer sich diese schnappt, dass der auch eine entsprechende Rute hat, die ein bisschen mehr werfen kann. Also hier 43,8 Gramm schwer, solltet ihr vorher wissen, damit ihr dieses Prachtexemplar dann auch werfen und ausprobieren könnt. So, fast auch schon in der Hand stecken gehabt hier den Drillinge. Hier haben wir nochmal Ilex drauf stehen und hier seht ihr nochmal das schöne Dekor. Ja, wir haben ja schon so viel oder einiges ausgepackt und dennoch ist da einiges drin. Ein Spinnerbait von der Firma Fox Rage. 14 Gramm schwer, 5-0er Haken und W3, W4, das ist das Spinnerblättchen Bleak. Ich glaube, den können wir so, wenn er eingepackt ist, besser noch angucken, als wenn ich den jetzt auspacken würde. Wir haben noch mal das Egg Air für Fox Rage. Und auch hier haben wir noch mal Fox Rage Logo und die 14 Gramm draufstehen, damit wir in der Köderbox immer wissen und schnell erkennen können, wie viel Gramm dieser Köder denn wiegt. Kunstköder zum Angeln, Vorsicht, Verletzungsgefahr, scharfe Haken, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das ist klar. Schöner Spinnerbait und wenn ihr mal schaut, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schöner als so ein einfach simpler, runder Jigkopf, wenn man hier so ein echt animiertes Fischmaul hat und dieser Kopf hier, der erinnert schon he echt nach an einen Hecht, ne? Und ja. Da würde ich jetzt bei dieser Farbe ja entweder was komplett Dunkles oder was komplett Knalliges raufsetzen. Schön, schön. Vielleicht habt ihr auch eine andere Farbe. Ich mache das eben halt entgegensetzt. Sollten diese Fransen hier und der Kopf eher dunkel sein, dann mache ich nochmal ja, vielleicht was Weißes oder Knalliges ran. Sehr schön. Also hier brauchen wir einen Trailer und ich bin mir sicher, dass wir den auch noch in dieser Box finden werden, weil. Vielleicht haben wir den sogar schon. Eieiei. Auch von der Firma Fox Rage. Großer Softbait mit riesigen Twisterschwanz. Und wir können hier vorne schon sehen, dadurch, dass das hier Ready to Fish ist, haben wir auch schon, ja, ich hole ihn mal raus. So viel Zeit muss sein. Das ist der 10 Gramm Bleikopf, steht immer drauf. Und dieser, na, wird einfach hier schön eingedreht und dann haben wir auch noch hier, na, für einen Stinger können wir auch schön reindrehen von unten in den Bauch und dann hätten wir das Ganze auch, na, wo sind sie? Könnten wir uns sogar eine kleine Montage bzw. so Shallow Rig-artig was bauen. Wir haben hier UVV-Drillinge mit dabei von BKK. Und was haben wir hier für eine Größe 2, Quantity 5. Treble Hook. Sehr, sehr schön. Und wenn ihr den durchs Wasser zieht, der wird so für Attraktion sorgen. Das ist sehr schön weiches Material und ein wirklich sehr großer Twisterschwanz. Der wird für Aufsehen sorgen und ja, ich packe ihn mal schnell zurück. Und am besten auch gleich zumachen.
bevor mir hier noch der Bleikopf verschwindet. Ja, das waren die BKK-Drillinge. Hier haben wir nochmal das Pendant dazu. Und ihr könnt sehen, Handmade. Sehr cool. Hier haben wir nochmal das gleiche in 7 Gramm. Ich hole ihn mal raus. Wieder selbes Prinzip. Zum Reindrehen in den Köder. Und ist auch Fox Rage hier, der Bleikopf. Wenn ich mich nicht irre, könnt ihr es sehen. Genau, und den dreht ihr da auch wieder einfach rein. Und die Dinger halten auch. Sehr cool. Schön weiches Material. Und das Teil hier ist handmade. Deshalb haben wir jetzt auch keine Farbe draufstehen, aber ja, unten würde ich so Lime, ich würde ihn Lime, na, wie würde ich ihn nennen? Na, das dürft ihr bestimmen. Da bin ich jetzt nicht kreativ genug. So. Also sehr, sehr flexibel und universell durchdachte Box. Sogar was Handmade oder Handgemachtes dabei. Und was haben wir hier noch? Ist das noch ein... Ja, was ist das denn hier? Muss ich mal rausholen. Die Marke konnte ich jetzt noch gar nicht entdecken. Ich dachte erst, das ist auch ein Blackfin, aber jetzt kann ich es eher erkennen. Das ist ein Bullseye Goofy 13. Alles klar. Der ist hier nochmal ein bisschen, ja, nicht gerippt, aber so ein bisschen so gekerbt, eingekerbt von beiden Seiten, damit er hier noch ein bisschen mehr Spiel dann ab diesem Stückchen hat. Auch hier habe ich jetzt keine Farbe für, aber ihr seht die Farbe selber, wie sie denn heißt, ist auch vollkommen egal. Die 13 dürften vielleicht sogar für die 13 cm stehen. Und ist hier hinten noch ein Logo drauf. Na, ich kann es schwer erkennen. Auf jeden Fall ein wenig transparent mit Glitterflakes. Kann ich mir vorstellen, dass er einen guten Spiel unter Wasser hat. So, auch der kommt zurück. Mal kurz am Riechen. So, und das war es jetzt auch. Ja, klar, das war ordentlich vollgepackt. Jetzt packe ich mal diesen Karton weg. Und wenn ihr mal schaut, was da alles drin war. Wahnsinn. Ich bin komplett ready to fish. Wir haben alles, was ich brauche oder wir brauchen. Hauptschnur und Angel. Dann Vorfachmaterial. Wirbel dazu, Snaps hatte ich auch in der letzten 50-Up Hechtbox, also ich habe alles, was ich brauche, um morgen an den Start zu gehen. Und wenn ihr euch auch selber ordentlich gönnen wollt, dann geht ihr auf 50up.de und schaut euch mal an. Gibt es in 3 verschiedenen Preisklassen, wie gesagt, ob für Barsch, Zander oder Hecht, je nachdem, wie ihr es denn gerne hättet. Und ja, ich räume jetzt auf. Oh, schaut euch nochmal kurz dieses mega geile Auge an, ey. Der sieht echt cool aus. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Saison. Für denjenigen, der es denn morgen schon an den Start gehen darf. Und lasst mir gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch nicht die Barschbox, die noch folgen wird auf meinem Kanal. Und ich werde sicherlich mal ein Video machen, wie ich mit einem dieser Köder hier auch ein Hecht aus dem Wasser ziehe. Also, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.